Fuzzis und Fuzzinnen, heute werden wir euch sensationelle Dinge über unsere größte Friedensaktivistin, Frau Agnes Strack-Zimmermann, erzählen. Das habt ihr teilweise noch nicht gehört. Aber zuerst muss ich mich aus gegebenen Anlass aufrichtig bei jemand entschuldigen. Und zwar bei der lieben Anne Will von der ARD. Ihr wisst ja, dass wir letzte Woche aufgedeckt haben, dass die hübsche Anne, die Grünen liebt, die AfD hasst und damit nicht die Vorgaben des Medienstaatsvertrages erfüllt. Aber das wollten wir nicht, liebe Anne. Es sollte doch nur konstruktive Kritik sein. Nur ein bisschen bist du auch selber schuld. Was war denn da am Sonntag schon wieder los? Von 6 Gästen sind 4 dermaßen grün, dass ihnen quasi das Moos aus den Ohren wächst. Ich meine, da brauchst du dich nicht wundern, wenn da irgendwann keiner mehr Bock drauf hat. Und natürlich ist wieder Ricarda Lang dabei. Die hattest du letztes Jahr schon 2 und warum nicht dieses Jahr genauso weitermachen, wie man aufgehört hat? Dabei ist sie der teuerste Talker der Welt. Hä, wieso das denn? Ja, weil das Catering vervierfacht werden muss. Unter 4 veganen Spanferkel kommt die doch gar nicht. Was sollen denn bitte vegane Spanferkel sein? Glückliche kleine Schweinchen, die eines natürlichen Todes gestorben sind und bei den Grünen waren. Aha. Jetzt aber zur eigentlichen Sendung, liebe Fuzzis und Fuzzinnen. Wir haben endlich wieder eine echte und idealistische Friedenskämpferin in Deutschland. Herzlich willkommen zu unserer Folge mit dem Titel Ist Agnes Strack-Zimmermann der neue Gandhi? Darf ich mal was fragen? Nein. Doch. Oh. Oh, Brendel, wenn du jetzt noch einmal den Louis Dufiné machst, hau ich dir echt einen rein. Nein. Doch. Oh. Oh, Brendel. Lass es einfach. Es nervt. Pff, ihr habt halt alle keinen Humor. Aber gut, was war die Frage, Jacqueline? Wie kann denn eine Sie wie Strack-Zimmermann der neue Gandhi sein? Hallo? Was ist denn das für eine gestrige Frage? Eine Sie kann heutzutage alles sein. Heute Frau, morgen Mann und übermorgen eine Gießkanne. Ich meine, du bist doch das beste Beispiel. Sorry, ich kann dir nicht folgen. Na, du darfst hier als Sie sogar unbezahlt arbeiten. Also zumindest solange du in scharfen Stiefeln zur Arbeit kommst. Das hättest du wohl gerne, hä? Aber warum ist Frau Agnes Strack-Zimmermann oder, wie ihre Freunde sie liebevoll nennen, die ätzende ASZ, die neue Ikone der Friedensbewegung, die sich unermüdlich für Liebe und ein verständnisvolles Miteinander einsetzt? Ganz einfach, weil keine hat wie sie die Zeitenwende verstanden. Heute heißt es Frieden schaffen durch Waffen. Endlich ist es vorbei mit diesem kindischen Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. All dieser alberne Pazifismus, nein! Heute wissen wir, nur Töten schafft Frieden. Je mehr Tod und Leid, desto näher rückt der Frieden. Eigentlich total logisch. Was redest du denn da für einen Stoß, Brendel? Mit dir brauche ich darüber echt nicht diskutieren, Jacqueline. Wer daran glaubt, dass es im Bundestag eine 24-jährige Abgeordnete ohne jegliche Berufserfahrung gibt, der behauptet am Ende auch noch, dass die Erde rund ist. Und 25 Rentner unsere Demokratie stürzen könnten. Du bist mir doch intellektuell überhaupt nicht gewachsen. Außerdem werden attraktive Frauen wie die liebe Agnes immer von Neiderinnen verfolgt. Attraktiv? Also echt, Brendel, nur weil du auf abgehangenes Gammelfleisch stehst, kannst du echt nicht Attraktivität neu definieren. Frau Völlig Strack-Zimmermann kommt ja auch von der FDP, also der Friedlichen Deutschen Partei. FDP steht für Freie Demokratische Partei, Olli. Früher vielleicht, heute nennt man sie auch die Friedenstauben. Weil sie mit der Strack-Zimmermann etwas in ihren Reihen haben, das den deutschen Friedenswillen bestimmt, aber auch diplomatisch und charmant ausdrücken kann. Schau. Waffenfieber im Gleichschritt gehen, Zeitenwende. Kampfpanzer, Brückenlegepanzer, Waffen, der berühmte Marder, der Leopard, die Panzerhaubitze. Schweren Waffen, Panzerhaubitze, ein Gepard, ja. Oder die Artilleriesysteme. Krieg, ein paar Panzerhaubitzen. Entscheidend ist, ob der Zünder funktioniert. Was um Gottes Willen ist denn daran pazifistisch? Du verstehst es einfach nicht richtig, meine Liebe. Seit der Zeitenwende ist alles anders. Worte, die früher böse waren, sind heute gut. Alles ist vertauscht. Links ist rechts, oben ist unten, rechts ist links und so weiter. Eigentlich bedeuten Agnes Worte heute das hier. Liebe, Achtsamkeit,
Frieden, Freiheit, Pazifismus, Menschlichkeit, Einigkeit, Freiheit, Liebe, Frieden. Waffenlieferstopp, Liebe, Friedenstaube, Freundschaft, Meinungsfreiheit. Brendel, du spinnst. Aber die stracke Agnes ist auch eine Visionärin. Denn schon weit vor der Zeitenwende hat sie sich führende Positionen in gleich zwei Verbänden der Waffenlobby erkämpft. Außerdem hat sie in ihrem Wahlkreis Düsseldorf 1 der Waffenhersteller Rheinmetall seinen Firmensitz. Sie hat quasi auch dort einen direkten Bezug zum Frieden. Denn wie gesagt, Waffen schaffen Frieden. Hatten deine Friedenstaube denn dann wenigstens die Wahl in ihrem Wahlkreis gewonnen und ein Direktmandat erworben? Leider nein. Was total unfair ist in meinen Augen. Wobei sie ihr Friedenstaubenpotenzial auch erst 2022 nach der Zeitenwende voll entfalten konnte. Und weißt du, Jacqueline, was ich auch sehr schätze an Deutschlands größter Friedenstaube? Ihre schussdichte und feuerfeste Stahlhelmfrisur? Auch, aber ich meinte ihre Bescheidenheit. Obwohl sie führende Positionen in großen Waffilobbenverbänden hat, verschweigt sie das auf ihren offiziellen Seiten im Internet. Auf strackzirmann.de erzählt sie uns zwar, dass sie Motorrad fährt, aber kein Wort über ihre Tätigkeit als Waffenlobbyistin. Und auf ihrer Bundestagsseite listet sie zwar ihre außenpolitischen Tätigkeiten wie folgt auf: Mitglied bei Rotary Düsseldorf-Karlstadt, Mitglied im Förderkreis der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf e.V., Vorsitzende des Kuratoriums der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management und so weiter und so fort, bla bla bla, bis hin zu Vorsitzende des Freundeskreises Wildpark Düsseldorf e.V. Und so weiter und so fort, aber auch hier nix über ihre Waffenbrüder. Sie verschleiert also ihre Tätigkeit für die Waffenlobby. Verständlich, würde ich wohl auch so machen. Was für ein Schwachsinn, Jacqueline. Also wirklich, du hast absolut nichts verstanden. Waffen schaffen Frieden, Liebe und Freude. Indem die verzimmerte Strackmann sich für Waffen einsetzt, tut sie Gutes. Aber sie spricht halt nicht darüber. Das ist echte Bescheidenheit, wie man sie in der Politik heutzutage nur noch ganz selten findet. Außerdem spricht Friedenstaube Agnes völlig offen über ihre innige Waffenliebe und reagiert besonnen, weise und liebevoll, wenn sie mit falschen, toxischen Vorwürfen konfrontiert wird, wie hier bei Frau Maischberger. Sie schaden diesem Land mit ihrer Politik. Und dass Sie dann natürlich daran ein Interesse haben, das ist mir auch völlig klar, weil Sie eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sind. Sie können überhaupt gar nicht sagen, ach, wir gehen jetzt mal in Friedensverhandlungen. Nein, Sie wollen nämlich die Rüstung ausweiten. Und ich halte das für einen völlig falschen Weg. Verstehe natürlich auch Ihre Interessenlage, aber Sie betone nicht einmal, dass Sie einem Interessenkonflikt unterliegen. Und das halte ich für fatal. Das halte ich für fatal für Ihre Politik, als auch fatal für die Politik der Ampelregierung. Wissen Sie, Frau Weidel, ich weiß ja nicht, wann Sie in Ihrem Leben falsch abgebogen sind. Aber eindeutig. Guck, wie milde Frau Strackmann auf diesen hinterhältigen Vorwurf reagiert hat. Das ist echter Pazifismus. Hä? Alles, was kam, war eine unsachliche, persönliche Beleidigung ohne Sinn und Verstand. Ach, Jacqueline, lass uns das hier beenden. Es bringt einfach nichts. Dir fehlt da einfach total die Empathie und der Weitblick für einen Friedensengel wie die Agnes. Stracki beschafft Waffen ohne Enden und ohne Enden und ohne Ende. Und das schafft selbstverständlich Frieden. Denn, und bitte vergiss das nicht, meine Liebe, wenn alle Menschen erstmal tot sind, gibt es auch keine Kriege mehr. In diesem Sinne, tschö mit Ö, wie Oliver. Wer hier abonniert oder hier kommentiert, bekommt alle meine Körpermaße geschickt.